Dieses Jahr werden die Miezen den Sangria mal vom meinem Waschbrettbau schlürfen. So, Mittagspäuschen, wollen wir mal schauen hier. Mach, Puls läuft immer noch, ganz wichtig, immer mal wieder abchecken. Auch mal gucken, was mit dem Markus und dem Maikus ist, ob ich noch was essen kann oder nicht. Ja, aber läuft ja. Also jetzt wollen wir einfach mal gucken, ob hier in meinem Schuppen alles in Ordnung ist. Machen wir mal ein Sicherheitsröhnchen, mein Revier hier mal abchecken. So, Mütze sitzt. Und jetzt gucken wir uns mal das Elend hier an. Ja. Hämmer! Was machst du denn da? Was? Zu wieder aber nichts, hab ich Waschbärbauch, kein Waschbettbauch. Ey, was? Was willst du denn? Dann baller mal nichts. Ja, da guckst du gar an die Frauen an, da kriegst du keine ab, da kann ich ja versprechen. Guck mal hoch da. Nee. Kollege. Ey, das ist für Sixpack richtig gut. Dann kannst du auch gleich Sangria saufen. Ja, also stopp mal jetzt. Also, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Gerke von der Pumpa-Polizei und da siehst du an meinem Mützchen. Ach so. Und pass mal auf. Leg dich mal hin, aber jetzt machen wir das Ganze mal vernünftig. Da krieg ich einen Rappel mit dir, du Pappnase. Ja, okay, gut, okay. Freundchen. Ja, Sie haben ja hier. Okay. Ja. Was muss ich denn jetzt. Also, war das jetzt falsch? Sag mal, du fragst noch! Ja. Leg dich hin jetzt. Na, will ich doch. Ja, dann machen wir jetzt. Okay. So. You wanna make it better, do it faster, makes us stronger. Sportsfreunde und liebe Fitnessliebhaber da draußen. Hier sind wir wieder. Herr Gerke von der Pumperpolizei wirft mal seine Mützke weg. Herr Berger auch am Start. Richtig, ich habe gerade Sixpack trainiert, wie ihr gesehen habt. Ne? Waschbärbauch, ja. Waschbärbauchtraining habe ich gemacht, für Malle. Ja, für Malle. Wofür auch immer, fängt ja wieder an die Zeit jetzt. Ja. Wahrscheinlich ihr da draußen denkt jetzt auch, okay, zum Sommer ein Sixpack wäre ja gar nicht so schlecht. Aber mit der Ausführung von Herr Berger gerade. Das wird nichts, ne? Das wird nichts. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Da passiert nichts. Ne? Dann will ich mal sagen, gehen wir das mal durch, wie das vernünftig funktioniert. Philipp, legst du dich nochmal hin vielleicht? Erzähl mal, wohin muss ich mich legen? Leg dich nochmal auf die Matte, einfach auf den Rücken natürlich. Auf den Rücken? Okay. Wenn wir den Bauch trainieren, muss ich auf den Rücken legen. Ja. So, und erstmal gehen wir mal kurz die Fehler durch, die du gerade gemacht hast. Erstmal deine Armposition, deine Hände haben ja hinten den Nacken umfasst. So, man sollte die Hände eher an die Schläfe legen, ne? Dass man so ein bisschen hier die Konzentration in die Übung reingekommt. Aber du hast ja jetzt gerade so ein bisschen deinen Nacken gezogen. Wir wollen ja nicht die Halswirbelsäule verletzen. Ja? Ja. Das passiert ja da viele, dass viele sich am Hals hochziehen mit dem Oberkörper. Das wollen wir nicht. Okay. Und du bist natürlich sehr, sehr viel mit Schwung hochgegangen. Das heißt dein Hüftbeuger hat gearbeitet. Ja. Den Hüftbeuger, den wollen wir eigentlich nicht trainieren, sondern die Bauchmuskulatur. Sprich, du guckst es erstmal, dass dein Hals nicht durchhängt. Dann kann man hier so eine Faust machen und einen Tennisball zwischen Kinn und Brustbein in etwa. Dass wir eine vernünftige Halsposition haben. Die Hände kann man an der Schläfe machen. Man kann aber auch als Anfänger zunächst einfach hier auf der Brust die Arme verschränken. Je weiter man mit den Armen nach hinten wandert, desto höher ist natürlich der Hebel. Ja, also es wird dann schwieriger, ne? Kann man auch machen als Experte, die Arme nach hinten durchstrecken. Ist dann aber in der Regel auch eine höhere Belastung für den Rücken, gerade für die Anfänger, ja, wenn man keine Stabilität im Rücken hat. Ja. Deswegen, wir gehen jetzt hier mal vom Crunch aus und nicht vom klassischen Sit-Up. Wie gesagt, beim Sit-Up ist die Hüfte mehr involviert. Wir wollen aber hier das Sixpack, den Bauch isolieren. Versuch dich mal wie so eine C-Kurve nach oben einzurollen. Ja? Der Hintern bleibt immer fest auf dem Boden, die Füße natürlich auch. Und du rollst und der untere Rücken natürlich auch. Der auch, genau. Du rollst dich im Endeffekt das ein. Ja? Also genau, gehst hoch und rollst dich ein und baust die Spannung auf. Wichtig auch immer bei der Bauchübung, die isometrische Muskelspannung. Das heißt, bevor du jetzt durch das Hochgehen die Muskulatur erst durch die Kontraktion aktivierst, versuchst du schon, bevor du anfängst, deinen Bauch anzuspannen. Sprich, vorher die Bauchmuskulatur anspannen, spüren und dann erst in die Kontraktion, in die konzentrische Bewegung nach oben gehen. Genau, schön langsam runter. Man kann natürlich versuchen, wenn man gut ist, dass die Schulterblätter den Boden nicht berühren. Als Anfänger kann man zwischendurch in der Wiederholung die Schulterblätter hinten ablenken. Philipp ist aber Experte, der kann hier zum Beispiel auch die Schulterblätter dann schweben lassen und mit einer durchgehenden Bauchspannung hochgehen in die konzentrische Bewegung, die Bauchmuskulatur richtig schön reizen. Genau, hochgehen und beim Hochgehen ausatmen. Viele sehe ich auch mal, die Atmung einfach anhalten, eine rote Birne kriegen nach ein paar Wiederholungen. Dementsprechend beim Hochgehen ausatmen und dann ist es wirklich perfekt.
Hast du noch was hinzuzufügen, Philipp? Was, Ja, also ich würde noch mal vielleicht ein paar kleine Tricks zeigen. Sehr gerne, mach das mal. Willst du die mal vorführen? Kann ich machen, gerne. Okay, gut. Dann leg dich mal kurz hin. Ja. Was ich immer noch ganz cool finde, weil du ja gerade gesagt hast, diese Variante, dass man halt den Hebel sozusagen ein bisschen verlängert und die Hände hinter den Kopf nimmt, finde ich immer ganz cool, dass du deine Füße mal aneinander presst, deine Fußsohlen quasi, na, dass du deine Oberschenkel hier sozusagen auseinander machst, ne? Fußsohlen richtig aneinander, so quasi, genau. Jetzt drückst du mal deine Knie hier nach außen, also es ist quasi so eine Crossfit-Variante, ne? Ah, okay. Fußsohlen richtig aneinander. Genau. Und jetzt probierst du die mal hier zu lassen, quasi nach außen zu drücken. Ne? Du drückst deine Knie nach außen, gehst mit den Händen hinter den Kopf. Ja. Und jetzt probierst du einfach mit deinen Händen aus der Position, während du hier runter drückst, deine Fußsohlen zu berühren. Okay. Also hochkommen. Genau. Und dabei drückst du hier runter und probierst deine Füße trotzdem auf den Boden zu lassen. Ja, aber ich würde die ganz Hüfte gut rein. Etwas mit drin. Genau, oder? Hier wird halt, nee, wird die Hüfte im Endeffekt so ein bisschen rausgenommen, der Hüftbeuger. Ja, aber leicht ist sie natürlich auch. Ja, natürlich. Ja. Aber durch das Runterdrücken bekommst du halt eine richtig geile Spannung in den Bauch. Merkst du das? Das war, aber ich würde hier die vielleicht nicht unbedingt für Anfänger empfehlen, weil man hier natürlich etwas mehr mit richtig. Dem Schwung arbeitet und dementsprechend jetzt bei der exzentrischen Bewegung auch den Rückenstrecker gut aktivieren muss, damit das nicht reinscheppert. Ne? Also wichtig ist, dass ihr da auch wirklich dann die negative Bewegung, wenn ihr zurückgeht, auch langsam ausführt und nicht mit Schwung arbeitet. Genau, ich mach das noch einmal. Geh nochmal hoch. Und gerade bei der klassischen Crunch-Variation, die wir am Anfang gezeigt haben, kann man natürlich dann auch noch diagonal hochgehen. Ja, man kann zum Beispiel hier das Knie und dann diagonal hier hochgehen, um etwas die seitliche Bauchmuskulatur natürlich reinzubekommen. Ganz wichtig ist, dass man nicht den hier macht. Ja, den machen sehr viele, diesen Schwung jetzt hier aus der Hüfte rausnehmen, um wirklich hochzukommen. Dann lieber nur das Stück hochgehen, wie man auch hochkommt. Ja? Das heißt, schön langsam hochgehen, Spannung drin haben. Und ganz wichtig, einfach die Spannung ist eigentlich durchgehend beim Hochgehen drin, statisch, so wie isometrisch natürlich. Und dann auch wieder beim Runtergehen und nicht einfach nur einmal, wenn ich hochgehe und dann weg. Genau. Das haben ja viele, ja. Das ist eine coole Sache und was ich noch empfehlen kann, weil das war jetzt so ein bisschen so eine fortgeschrittene Variante, die wir gemacht haben, was ich ganz oft auch bei Klienten mache, ne? Wenn die gerade so das erste Mal so eine Sixpack-Übung machen, also so klassische Crunches, ist folgendes, leg dich nochmal hin, dass du deine Knie mal hier aufgestellt lässt und jetzt nimm mal deine Beine ein kleines Stück weiter nach vorne, genau. Dass die halt quasi hier ungefähr in dem Winkel sind. Jetzt legst du deine Handflächen mal hier gerade rauf. Und jetzt probierst du mal beim Hochkommen Schulterblätter hier zu lösen. Ungefähr eine Faust unterm Kinn. Und jetzt probierst du mit deinen Fingern so nah wie möglich hier an meine Hand ranzukommen. Guck mal, bis wohin du kommst. Genau. Die Stelle merke ich mir halt. Also er kommt jetzt quasi genau bis hierhin. Die müsst ihr euch dann auch merken. Und dann probiert ihr immer zurückzugehen, auszuatmen. Wieder nach oben zu kommen, mit gestreckten Arm und wieder meine Hand zu berühren. Merkst du, weil so merkst du die halt... Das ist weil ich hier auch gar keinen Schwung mitnehmen kann. Richtig, sondern das geht nicht. Jeden Zentimeter wirklich auch nach oben gehe und jeden Zentimeter der Bauchspannung sozusagen ausnutze, ja? Das ist sozusagen der Crunch mit Anti-Selbstverarschungsschutz. Ja, also da kann man sich quasi nicht selbst verarschen. Ihr merkt euch einfach den Punkt, bis wohin ihr kommen wollt. Genau. Und dann kommt ihr immer da. Ja, es gibt auch dann noch viele Partnervariationen, die man natürlich noch alle zeigen kann. Ne? Absolut. Mit dem Bein wegwerfen und so weiter und so fort. Ich glaube, das waren aber hier mal so die Klassiker, die Tipps, die man auf jeden Fall beachten sollte, auch vor allem die Punkte Halswirbelsäule ein bisschen beachten, Hüfte rausnehmen, Halswirbelsäule nicht belasten, indem man dran zieht und dementsprechend sind das eigentlich so die Basics, wieso man vielleicht auch eher einen Crunch anstatt einen klassischen Sit-Up anwenden sollte. Das ist ja auch der Unterschied, dass man halt beim Crunch die Hüfte etwas rausnimmt. Genau. Und was mir auch noch einfällt, das hast du mir sogar mal gezeigt, bei deinem Home-Training früher, so eine Option, dass du ein Handtuch hinter den Kopf nimmst. Ne? Also ich beobachte das voll oft so bei mir bei weiblichen Klienten, die klagen halt dann irgendwie darüber, dass sie halt Probleme so in der Hals- und Nackenmuskulatur bekommen, weil sie halt die ganze Zeit statisch anspannen müssen. Ich kann es dir mal eine ganz cool Sekunde, ich hab's mit dem Handtuch. Da, ah, okay. Mal. Zeig das mal. Ja, das ist einfach, dass man, wenn man wirklich mit der Halswirbelsäule Probleme hat, hier reingeht, ja. Wenn die Spannung aber aufbaut, indem man sich sozusagen Kopfpolster. Also man zieht das Handtuch nach außen, man zieht es nicht mit dem Handtuch den Kopf nach oben, so wie ich das gerade auch gesagt habe, dass es falsch ist oder so nicht, sondern man baut sich sozusagen Kopfpolster, wo man den Kopf etwas ablegt, indem man das Handtuch nach außen zieht und jetzt kann ich hier hochgehen, sodass der Kopf nicht nach hinten durchhängt. Genau. Dementsprechend muss man jetzt auch nicht das hier unbedingt beachten, weil das jetzt natürlich gegeben ist für das Handtuch. Ne? Genau. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Das finde ich sehr cool. Man kann sich natürlich auch hier dann nochmal
Nennenpolster machen, dass man die Hüfte wieder ein bisschen rausnimmt, weil gerade diese Freiheit hier, ja, die dazwischen ist, ja, gerade in dem Hohlkreuz, verleitet einen einfach die Hüfte zu aktivieren. Ja. Das kann man hier ein bisschen rausnehmen auch. Gibt es viele kleine Tricks, aber ich denke grundlegend solltet ihr einfach die erste Ausführung vor allem beachten, dass man das vernünftig macht. Abschlussmotto sollte sein, lieber beißen statt reißen. Und dann wird es auch in Malle mit dem Sixpack was, oder? Genau, das denke ich auch. Dann sollten die Frauen wirklich den Sangria von eurem Sixpack schlürfen. Und für den Bauch haben wir sicherlich noch einige Übungen, die wir halt auch mal, das können wir mal vorstellen machen können, wo der Pumper-Polizist dann auch noch mal rüber gucken muss. Genau, da gibt es ja so einige. Genau, ja, in dem Sinne verabschieden sich die Fitnessliebhaber. Bis zum nächsten Mal. Pumper-Polizei. Bis zum nächsten Fail. Ciao.